frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion und rief zum bewaffneten Widerstand auf, bevor sie im Juni 1972 in Hannover festgenommen worden war. Seit knapp einem Jahr steht sie nun in Stuttgart-Stammheim vor Gericht. Ihrer Gruppe werden zahlreiche Sprengstoffanschläge und Banküberfälle zur Last gelegt, bei denen 5 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden sind. Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof. Mark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Gegensprechverbindungen, Lautsprecher als Mikrofon, eine ganz ausgezeichnete Verständigung. Schallplattenverstärker als Wiedergabeverstärker. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, das zu vermitteln. Klar, dass man da drin lieber tot wäre. Der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch heute Vormittag wurde die Leiche zur richterlichen Leichenöffnung verbracht. Die Obduktion hat keine Feststellungen ergeben, die dem ersten Augenschein widersprechen.